Hallo Leute, herzlich willkommen zu meinem Video. Heute ist der 29.11.2020. Heute ist Sonntag. Ich habe heute nicht viel gemacht. Ich war kurz draußen mit meiner Mutter und dann bin ich wieder vor dem Computer gesessen. Und das den ganzen Tag. Oder vom Fernseher. Ganz kurz mal. Und das war eigentlich so mein Tag. Aber wann kommt Corinna? Auf das freue ich mich schon. Ich hoffe, wir können rausgehen, weil heute hat es 3 Grad gehabt. Und 3 Grad ist so die magische Grenze zum Rausgehen. Und ich hoffe, dass es morgen nicht wieder nur 0 Grad hat. Weil dann wäre es blöd. Weil ich heute fast nicht draußen war. Also eigentlich fast gar nicht. Oder gar nicht. Weil 2 Minuten zählen eigentlich nicht. Und wenn es morgen dann wieder so kalt ist, dann wäre es blöd, aber ich rechne fast damit. Bei mir im Zimmer hat es gerade 28 Grad und ich habe einen dicken Pyjama an, weil mir so kalt ist. Aber ich finde es draußen gar nicht so kalt. 2-3 Grad hat es heute gehabt und mir war draußen nicht so kalt wie hier drinnen. Aber na, hoffentlich kommt die Volkshilfe morgen vor 9:30, weil um 11 muss ich hier Christoph anrufen. Bin schon gespannt, was rauskommt. Und ich habe mir etwas Neues zu meiner Depression überlegt. Ich versuche jetzt einfach, die Depression so gut wie möglich in meinem Leben willkommen zu heißen oder anzunehmen, weil ich werde sie wahrscheinlich nicht mehr los. Und mich die ganze Zeit dagegen wehren, ist einfach so anstrengend, dass ich einfach die Zeit, wo es mir gut geht, bewusst nutzen möchte, um sie zu genießen und nicht immer darüber nachzudenken, wann geht's mir wieder schlechter oder so. Und im Moment geht's mir ja nicht so gut. Weil einfach durch diese Corona-Lockdown-Bedingungen und so. Und dadurch, dass ich nicht zu Christoph von Kerstin kann. Und alles ziemlich anstrengend ist. Aber ich versuche jetzt einfach die Depression sozusagen für mich jedes Jahr so ein bisschen zu feiern, sozusagen. Das klingt jetzt positiver, als ich das meine, aber ich möchte sie einfach mehr annehmen, weil ich glaube, ich dann besser damit umgehen kann. Glaube ich zumindest. Und ja, das ist so mein Gedanke dazu. Und das möchte ich morgen auch mit Christoph und am Freitag auch mit Kerstin besprechen. Am Freitag telefoniere ich wieder mit Kerstin. Gegen Mittag.
Ja. Und da möchte ich das besprechen, was sie davon halten. Und ich weiß ja noch genau den Tag, den Ausbruchstag meiner Depression. 27.9. vor 14 Jahren. Nein, das 17.9. Das 17.9. vor 14 Jahren. Das 17. September vor 14 Jahren. Genau, der Tag war es. Ich habe mich jetzt nur verredet. Nicht 27., sondern 17. Der war es und vielleicht kann ich einen Tag irgendein Ritual einführen, das mich zwar daran erinnert, dass ich das habe oder gehabt habe irgendwann. Sollte ich es mal überwinden, aber der nicht zu stark auf diesen einen Tag hin fokussiert ist. Ich weiß nicht, ob ich das kann oder wie ich das machen soll. Aber naja. Na gut. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Macht's gut, ciao. Eure Ines. Bis zum nächsten Mal.